so einem komischen L drauf. Der ist seit einiger Zeit verschwunden und sollte die ganze Nummer hier eigentlich moderieren. Hab ich gehört? Aber, und wo ist er? Okay, ja gut, wenn er nicht da ist, dann starten wir. Machen wir alles. Tut mir leid, dass ihr alle nach mir gesucht habt. Ich bin natürlich hier und passend zum Cosplay-Wettbewerb dachte ich, ich schmeiß mich auch mal in Schale. Ja, also tut mir leid, dass ihr auf der Suche nach mir wart. Ich hoffe, ihr beide werdet gleich auch ganz viel Spaß beim Cosplay-Wettbewerb haben. Na, hoffentlich. Auf jeden Fall. Gut, dann können wir ja gehen. Okay. Viel Spaß. Ihr seid entlassen und wunderschön. Nochmal einen kräftigen Applaus für die Damen. Ich muss mich mal gerade ein bisschen organisieren. Ich habe leider keine Taschen mehr oder sowas, das ist echt unpraktisch und Kleid. Aber es ist super bequem, nur ein bisschen warten. Dankeschön. Ich bin eine Lady. Oder auch It's a Trap. It's a Trap. Ja, Traps sind nicht gay. Absolut nicht. So, wir werden, ausgezeichnet, 2 Mikros angenommen. Bevor wir hier mit dem Cosplay-Wettbewerb starten, ja, ich werde übrigens die ganze Zeit dieses wunderbare Outfit tragen für euch. Die Jury freut sich schon ganz besonders, dass sie direkt vor mir sitzen darf. Und euch würde ich auch direkt mal ganz kurz hier hoch bitten, wenn das so okay ist. Wir schauen mal, woraus unsere Jury hier besteht. Die stellen sich gleich alle mal ganz kurz vor. Es sind schon 5 Mitglieder. Haben wir die Wildcard schon geklärt? Ah, okay, gut. Also, ich übergebe euch jetzt einfach mal das Mikro an die nächste Person weiter und du sagst oder ihr sagt mir jetzt einfach mal, wer ihr seid, was ihr macht und warum ihr überhaupt Jury seid. Hallo, ich bin Antje. Einige kennen mich vielleicht. Ich mache das jetzt zum 6. Mal auf der DDCon als Jury. Ich bin Mitglied bei Kira Kira Hikaru und ich bin Damenmaßschneiderin und angehende Meisterin. Ja, hallo, ich bin Mika, ich cosplay seit 2012 und das erste Mal bei der DDCO in der Jury. Davor habe ich an Cosplay-Wettbewerben teilgenommen mit meinem Snake-Cosplay da drüben. Sonst im normalen Leben bin ich Archäologiestudentin, also relativ langweilig für die meisten. Ja. Ja, hi, ich bin die Nia, ich bin bei der Showgruppe, auch bei Kira Kira Hikaru. Und bin auch schon seit 6 Jahren inzwischen auch Cosplay-Jury hier und freue mich jedes Jahr wieder. Reicht. Ja, ich bin Malu, ich gehöre auch zu Mika Neo Cosplay. Normalerweise bin ich Mangaka und ja, ich cosplay halt auch seit 2013. Mein Mikro war gerade aus. Ja, ich gebe jetzt mal weiter. Hallo, ich bin Kiko. Ich cosplay seit 2007 und das ist das erste Mal in der Jury, denn die letzten 4 Jahre haben wir bei der DDCO jeweils teilgenommen am Cosplay-Wettbewerb. Ich mit meiner Gruppe. Ja, und im normalen Leben arbeite ich in einem Leipziger Comic. Ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei euch. Ihr dürft auch wieder, genau, Platz nehmen. So, 5 Jurymitglieder. Klingt erstmal viel, aber es werden noch 6. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir jetzt 6 Jurymitglieder raus? Wir haben auf jeden Fall noch ein Jurymitglied im Publikum. Das steht sogar schon fest, bloß die Person weiß es noch nicht. Denn ihr dürft jetzt alle mal unter euren Stuhl gucken und wenn da irgendwo ein runter, wirklich drunter greifen. Es liegt nicht unterm Stuhl, es ist am Stuhl befestigt. Da ist ein Ball. Ein Ball aus Kreppband. Und wer diesen Ball jetzt findet, darf ich einmal hochhalten. Panzertape sogar. Da hinten. Wo ist es? Habe ich es irgendwo gesehen? Hat jemand? Wer hat den Ball? Wer hat das Panzertape? Wer traut sich nicht, das Panzertape hochzuhalten? Bist du dir sicher, dass eins verteilt wurde?
ist dieser Schritt erfolgt. Hat jemand es schon vorher gewonnen und weggeworfen? So, irgendjemand da hinten müsste jetzt so ein Bällchen finden. Also ich werde jetzt nicht unter allen Stühlen nachgucken und sie durch die reinkriechen. Vor allem nicht mit dem Kleid. Ich sollte ein wenig von der Bühnenkante weggehen, sonst guckt mir die erste Reihe noch unter den Bock. Ja, ihr dürft, ihr seid Jury. Also, wenn das sechste Jurymitglied wird, der hat hier das offizielle Recht, mir unter den Bock zu gucken. Dann meldet sich der erste fertige Mann. Ausgezeichnet. Ich soll mir jetzt jemanden aussuchen. Okay, gibt es da Leute, die Interesse haben? Ich könnte auch ein Bällchen werfen. Es gibt viele, die sich melden. Das Problem ist, wir machen haben es gefunden. Einmal hier vorne. Genau, einmal aufstehen, bitte. Es wurde nochmal exklusiv gesucht und es wurde nochmal gefunden. Du darfst jetzt Jury hier bei uns werden. Du darfst dich jetzt hier vorne zur Jury dazusetzen. Lass dir sie mal irgendwie raus da hinten. Ich weiß, das ist viele Taschen, Füße, Gedränge und Beine und irgendwie, ja, perfekt. Du kriegst gleich noch eine kleine Einweisung hier, wie das Ganze abläuft. Ja, tut mir leid, ich hätte euch Männern liebend gerne einen Platz hier vorne versprochen, aber ihr seht mich heute noch den ganzen Tag, vielleicht klappt's ja auch irgendwie anders. So, und unser sechstes Jurymitglied heißt Susi. Ich könnte sie jetzt noch mal ganz kurz interviewen, aber möchtest du noch irgendwas sagen? Wir fangen an, okay. Dann freue ich mich, euch, die meisten haben ja schon gesagt, sie sind seit 6 Jahren Jury, seit 6 Jahren existiert die DDECO tatsächlich auch erst. Das ist eine relativ junge Con in Deutschland, aber ich bin, soweit ich weiß, seit dem ersten Jahr dabei und seit dem zweiten Jahr, glaube ich, auch als Moderator, nee, jetzt im dritten, glaube ich, erst im dritten. Wie auch immer, ich freue mich wieder hier zu sein, ich freue mich, den Cosplay-Wettbewerb jetzt zu moderieren. Und ja, schön, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Ich meine, die Halle ist komplett voll, es stehen sogar schon Leute rechts und links und Mensch, ja, ich bin begeistert. Würde ich sagen, ja, kräftigen Applaus erstmal dafür, dass ihr hier seid. Und dann machen wir auch direkt mit dem Cosplay-Wettbewerb los mit der allerersten Startnummer aus Gravity Falls. Kräftigen Applaus für Mabel und Dipper. Schön, dich mal wieder in der Stadt zu besuchen. Schön, dich mal wieder zu besuchen, also in der Stadt. Ja, aber die Stadt ist ganz anders als das Land. Viel gefährlicher. Was? Gefährlicher als Gravity Falls? Viel gefährlicher. Und um dich abzuhärten, müssen wir dich zu einem richtigen Gangster machen. Film ab! Mein lieber Soos, als erstes müssen wir etwas an deinem Stil ändern. Du bist zwar echt cool, aber dir fehlt noch der gewisse Gangster-Flair. Gangster-Flair? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Da? Ja? Bin ich jetzt schon ein Gangster? Nein, 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 nein. Du brauchst noch die richtige Pose. Pass auf. So? Ja, genau. Nun noch der letzte Schliff. Das Essen? Nein, die Sprache. Versuch einfach so oft wie möglich, jo, Digger, Alter, und solche Worte zu verwenden. Okay. Ja. So, nun bist du bereit. Testen wir mal dein Geschick in der Hood. Hey, du, Mabel, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Hast du schon. Jo, Digger, was geht's? Alter.
Hat der Typ da gerade eben mit uns gesprochen? Ja, Mann, ich glaube schon. Komm schon, dem zeigen wir es. Mabel, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee war. Ja, vielleicht soll ich mein Konzept noch überarbeiten. Komm schon, los, Mabel. Diese Schuhe sind praktisch, weil ich kann nicht wie ein Kerl laufen, ich muss wie eine Frau gehen. Das ist sehr, sehr elegant. Ja, wenn ich, glaube ich, schneller laufen würde, würde ich sie verlieren. Ich weiß, ihr seht die Schuhe von unten nicht, ich kann mal hier... Ja, es sind Ballerinas. An Hackenschuhe habe ich mich nicht angetraut, dann breche ich mir hier drauf und was. Ja, ich übe extra für euch mit Hackenschuhen zu laufen und dann... Nee, nächstes Jahr. Nee, dann muss ich mir wieder was Neues einfallen lassen. Aber ich habe da vielleicht schon einen Plan. Schauen wir mal, wenn ich hier wieder moderieren kann. Ja, zum Cosplay-Wettbewerb. Wir haben insgesamt, glaube ich, jetzt 13 Startnummern. Vorher waren es mal 16, aber 3 sind weggefallen, wie es halt so ist. Angemeldet und nicht erschienen. Aber ist ja auch nicht das Problem. Mit 13 sind wir auch nochmal gut bedient. Ich habe nur eine Frage an euch. Und zwar, das klingt jetzt zwar komisch, aber meine Brüste rutschen die ganze Zeit runter. Hat jemand BH für mich? Also ich wollte schon immer mal ein BH auf die Bühne geworfen bekommen, aber... Okay, nein. Vielleicht sind hier Minderjährige angemeldet. Ich darf das gar nicht sagen. Ich habe es niemals gesagt, ihr vergesst es ganz schnell wieder. Gut, wir machen somit weiter mit der nächsten Startnummer, mit Startnummer 2. Sollte auch bereit sein. Kräftigen Applaus für Kenshin Himura aus Roni Kenshin. Vergessen. Ein Schwert ist eine Waffe und die Kunst eines Schwertkämpfers liegt nun mal darin, zu lernen, wie man tötet. Aber diese umgekehrte Klinge hier wird nie wieder jemanden töten. Den gemeinen Mörder, Batusai, gibt es nicht mehr. Nur noch Himura Kenshin. Aber nun wird es Zeit für mich, wieder zum Wanderer zu werden, um von Ort zu ziehen, um Shishio zu finden. Lebt wohl. Ach, herrlich. Kaum hat man ein Kleid an, schon freuen sich die Leute, wenn man nur die Bühne betritt. Sollte ich auch mal machen. Das habe ich eigentlich für die LBM, also ich habe das Kleid tatsächlich das erste Mal auf der LBM letztes Jahr getragen. Und da habe ich eigentlich auch gesagt, dass die Männer auch mal im Kleid kommen müssen. Und ich habe Zustimmung erhalten. Also eigentlich hoffe ich, dass dieses Jahr auf der LBM sehr viele Männer im Kleid kommen werden. Könnt ihr natürlich auch gerne machen nächstes Jahr, also hier auf der DDGO. Welche Männer haben schon mal ein Kleid getragen hier? Ich mag keine Hände. Immer wenn ich eine Frage stelle und diese mit Ja beantworten können, jubelt einfach. Also, haben wir Männer hier, die schon mal ein Kleid getragen haben? Die männliche Stimme aus dem Hintergrund, Mensch, Schnapser. Sehr gut. Ausgezeichnet. Wo war ich stehen geblieben? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, Startnummer 3 kommt gleich. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist egal, mir fällt es wieder ein, mache ich beim nächsten Mal. Ja, Startnummer 3 ist auch noch am Aufbauen. Und ihr seht schon eine sehr interessante Kombo hier hinter mir. So Charaktere aus den verschiedenen Serien. Ihr seid bereit? Ihr seht so bereit aus. Okay. Fangen wir an. Wir haben die Serien. Maki, Dragon Ball Z, Naruto Shippuden, Gatchaman Crowds, Inside, Thor, Thor, The Dark Kingdom. Kräftigen Applaus für Kasim, Frieza, Pain, die Bergkatze und Loki Leifeson.
herzlich willkommen. Von über 9000 eingeladenen Bösewichtern sind vier erschienen. Mehr als ich erwartet habe. Ich habe was von Männerballett gelesen. Ich liebe ja Männerballett. Nein, das ist das Treffen der gescheiterten Bösewichter. Aber der Flyer hier? Ich habe noch nie so einen Flyer verteilt. Woher habe ich den dann? Die Anmeldungsmail kam von einem gewissen Cooler. Ach, mein verfluchter Bruder! Egal, stellen wir uns erstmal vor. Ich bin Payne. Eine normale Gruppe würde jetzt Hallo Payne sagen. Das ist dämlich. Sag uns lieber, was wir hier machen. Wir sind hier, weil wir hier unser eigenes Happy End haben wollen. Und um das zu erreichen, müssen wir unsere Vorgehensweise ein klein wenig ändern. Ich bin in Therapie. Nur weil dich die anderen für einen Bösewicht halten, heißt das noch lange nicht, dass du ein böser Wicht bist. Was macht dich bitte zum Bösewicht? Ich wollte doch nur, dass mein Adoptivpapi mich genauso wie Papi Thor. Ich wollte Gerechtigkeit und Gleichheit für alle Menschen. Ich wollte Schmerz über alle bringen, um wahren Frieden daraus zu erschaffen. Oh, ich find's lustig, Planeten in die Luft zu jagen. Vor allem Affenplaneten. Affen nerven. Oh, ich bin mit dir vollkommen auf einer Wellenlänge. Planeten zerstören ist so spaßig. Was seid ihr nur für Weicheier? Boah! Ich habe 80 Menschen in 2 Tagen umgebracht. Ich habe mit meiner Nebeltruppe riesiges Chaos in Balbat verursacht. Und 4 Nebel. Was? Du warst zugenebelt im Bällchenbad? Sag mal, kiffst du? Schätze, das ist gar nicht schlecht für deine Haut. Nein? Wie kommst du nur darauf? Zurück zum Thema. Ich habe hingegen ganz Konoha den Erdboden gleich gemacht. Dabei gab es sicher mehrere 100 Tote. Wie süß! Also, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Bevölkerungsdichte eines Planeten ein paar Milliarden beträgt und ich so circa 200 Planeten zerstört habe, könnt ihr selber schätzen. Cheater. Dito, weißt du, Süße, ich wollte dir die ganze Zeit schon sagen, was für einen schönen Lippenstift du hast. Wo hast du den nur her? Hinten am Eck zwischen diesem süßen Kaffee und dem tollen Friseursalon mit diesem schnuckligen Friseur. Was passiert hier gerade? Ich hab keine Ahnung, aber der Stoff hier macht das Ganze erträglich. Brauchst du? Schätze, wo hast du deinen Nagellack her? Der glänzt so wunderschön. Oh, weißt du, das ist eine Spezialanfertigung, damit er nicht splittert. Aber ich kann dir gerne mal ausleihen, Schätzchen. Ach, du hast so trendy High Heels an. Ich würde sowas ja auch gerne tragen. Aber ich habe so seltsame Füße. Deine Füße sind nicht seltsam, sondern außergewöhnlich. Oh, und ich mag deinen Schwanz so gern, Darling. Der ist so elegant und cute. Meiner ist so fett und sieht aus wie ein Wurm. Nein, nein, nein. Ich finde, du kannst es tragen. Er passt perfekt zu deinem wundervollen Gesamtbild. Oh, findest du? Darling, wir müssen unbedingt auf ein kleines Date gehen. Wie wär's mit jetzt? Das niedliche Café da hinten hat noch offen. Oh, lass uns über unsere Zerstörungspläne reden. Oh, das sollte nach meinem Bett zerstören. Oh. Oh mein Gott, was haben wir angerichtet? Was hast du angerichtet? Wenn man schwul ist, scheint man erfolgreich zu sein. Nee. Nicht schon wieder. Wieso gehen meine Pille immer den Bach runter? Erwähnt, aber es sind natürlich die Shadow Pandas, auch wieder gern gesehen hier auf Bühnen überall. Ich habe euch schon so oft angesagt, glaube ich. Ja, nochmal einen kräftigen Applaus für den Abbau. Mensch, selbst ist der Cosplayer. Hier wird Abbau und Aufbau selbst erledigt. So muss das sein. Weiß gar nicht, ob wir dafür Helfer haben. Bestimmt irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ja, eine Frage an die Frauen. Habt ihr eigentlich auch das Problem, wenn ihr Kleider tragt, dass ihr einfach nirgendwo Sachen verstauen könnt? Okay, das war eine sehr einstimmige Antwort. Also, mir wurde heute zweimal der Tipp gegeben, steckt's doch einfach in den Ausschnitt. Das Problem, wenn man dann noch keinen Ausschnitt hat, dann...
oder keine Brüste hat. Das ist das zweite Problem. Wer werden gerade Tipps reingerufen, wo man das alles verstecken könnte? Wo haben denn die Frauen ihr Handy? Wir können jetzt eine Abstimmung machen. 90% im BH oder? Okay. Wo haben die Männer ihr Handy? Ihr Frauen macht es euch einfach viel zu schwer. Ich meine, wir Männer mögen es, wenn ihr in Kleidern rumlauft, aber warum haben Kleider eigentlich keine Taschen? Weil es scheiße aussieht, ich weiß. Okay. Versuchen wir nicht, diese Ursprungsdiskussion rauszugraben. Machen wir einfach weiter mit der nächsten Startnummer. Wäre die Startnummer 4. Kennt ihr alle? Habt ihr auch gerade schon einen Charakter davon auf der Bühne gesehen? Es geht immer noch um Dragon Ball Z. Kräftigen Applaus für Vegeta und Bulma von Coscore. So, Training mit Trunks vorbei. Mit Bra gespielt, Frau ist nicht da. Endlich Zeit, mal meine Zeitung zu lesen. So, was haben wir denn hier? Bild Universum 7, was gibt es denn für Artikel wieder? Neuer Babysitter-Service eröffnet. Piccolo, endlich auch auf Namek und Erde erhältlich. Okay, Piccolo hat es geschafft, jetzt endlich seine wahre Berufung zu finden, eindeutig. Was haben wir hier? Oh, ewiger Verlierer Yamcha. Na okay, war ja kein Wunder. Jedes Mal liegt er gleich da. Nach 30 Jahren aus dem Schlaf erwacht. Erste Amtshaltung, Essen. Lord Virus ist wieder da und zerstört Planeten. Naja, kein Wunder bei dem. Fressen-Weltmeisterschaft vorbei. Son Goku, oh, dieser Kakarot schon wieder. Im Fressen ist er mal wieder besser als ich. Was haben wir hier noch? Kampfsportturnier vorbei. Kakarot, Weltmeister, ey, ich warte nicht mal. Nee, das geht ja gar nicht mal. Überall ist Kakarot besser. Was soll denn das nur werden, ey? Bist du dir eigentlich sicher, dass ich nicht da bin? Seit wann bist du schon zu Hause? Ich arbeite zu Hause. Egal. Aber es ist sehr interessant zu wissen, dass du lieber die Bild liest, als dich auf deinen Auftritt vorzubereiten. Ich meine, nachdem du bei meinem Bingo ja dich schon so schön zum Affen gemacht hast, wolltest du doch eigentlich eine neue Karriere starten, um Kakarot endlich mal ein auszuwischen? Verdammt. Ja, hast recht. Wie war das mit der Miss Waikiki-Wahl? Ja, ist in Ordnung. Ich übe ja. Also dann Musik ab. Weil wir sind schön, sind so stark, sind so stark. Und dann wäre man Miss Waikiki. And shower to the left, and shower to the right, and don't forget the soap. One more time. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, and touch, and push, and touch, and push, and tower to the left, and tower to the right, and don't forget the willy. Try the willy to the beat. Oh my God. Kann ich doch nicht bringen! Ja, das hast du gerade gebracht, also es ist vorbei. Aber das sah auch schon mal beweglicher aus. Oh mein Gott, ich kann nicht. Ich kann das nicht fassen. Naja. Mein Stolz ist im Eimer. Schon lange, mein Lieber. Was soll das heißen? Das, was es heißt, halt, dass dein Stolz hinüber ist. Ich meine, du hast zu Bingo getanzt und jetzt zu Miss Waikiki. Aber, tja. Herr Karot ist übrigens Tanzweltmeister geworden. Da hatte bestimmt wieder mal Chichi ihre Finger im Spiel. Dieser Kakarot! Immer ist er besser an allem. Naja, eins kann er ja nicht so gut wie du, ne? Du bist ja der Champion meines Herzens. Wie kannst du mich nur so überrumpeln? Siehst du doch.
ihn zu mir, so hatte ich Dragon Ball anders in Erinnerung. Also wäre bestimmt lustig gewesen, wenn die Szene auch im Fernsehen gekommen wäre, aber war halt nicht so. Ich erinnere mich gerade noch an die, damals noch immer Dragon Ball eingeschaltet und eigentlich hat man nie was gesehen, die haben die ganze Zeit geschrien und nach 3 Tagen gucken hat man endlich mal gesagt, so, oh, der Kampf geht weiter. Aber, ja, nicht auf Kokito. Da liefen die Folgen ja immer nur 7 Minuten, weil der Rest geschnitten war. So viel dazu. Ja. Habe ich gemacht. Mache ich auch weiterhin. Die nächste Startnummer steht auch schon in den Startlöchern. Damit machen wir jetzt auch direkt weiter. Und zwar, die 5 fällt weg. Die ist leider nicht da, aber die 6 ist da. Also, einen kräftigen Applaus für Morgiana aus Magi, Labyrinth of Magic. Kriegerin und Begleiterin von Aladdin und Alibaba. Sie ist hier und ihr Name ist... Morgiana! Servus. Einst war ich Sklavin, doch dann haben mich meine Freunde Aladdin und Alibaba befreit und gerettet. Dafür bin ich ihnen auf ewig dankbar. Und ich würde es ihnen auch so gern beweisen. Doch ich weiß nicht wie. Ich könnte etwas malen. Nein, zu kindisch. Ich könnte etwas für sie singen. Nein, dann denken sie nur, ich würde sie hassen. Ich könnte tanzen. Wie wäre es mit... Nein, noch nicht ganz. Natürlich der Applaus für die letzten Teilnehmerinnen. Eine Augenfreude für Mann und Frau, jung und alt, jeder, der hier ist. Ich habe kurz überlegt, ob ich mit rausspringe und auch ein bisschen meine Bauchtanzfähigkeiten zum Ausdruck bringe, aber dazu habe ich tatsächlich das falsche Outfit dann. Das müsste dann noch so ein bisschen. Was ich mich immer frage, warum sind eigentlich so viele Leute immer beim Cosplay-Wettbewerb? Also Zuschauer. Wenn ich mir jetzt so die Zeit nach vorne geschaut habe, gut, die Showgruppen waren auch gut besucht, aber jetzt ist es einfach voll. Komplett voll. Das war schon immer so, das ist auch bei jedem Cosplayer so. Ich frage mich bloß, was steckt dahinter? Wollt ihr tolle Cosplayer und Auftritte sehen? Oder hofft ihr vielleicht insgeheim darauf, dass sich die Leute ihr voll blamieren oder sich jemand auszieht? Also auf, ja, ich habe jetzt auch sehr viele Rufe mit Ausziehen gehört. Also, wenn es Freiwillige im Publikum gibt, ich kann mich zwar hindern. Allerdings nicht hier auf dieser Bühne, weil es gibt ja auch Minderjährige hier. Gibt es Minderjährige? Sind hier Minderjährige anwesend? Sowas wollt ihr auch nicht sehen, oder? Dass sich Leute... Doch, ja, war zu erwarten. Wieso frage ich eigentlich? Die Jugend von heute. Wenn ich diesen Satz höre, früher, da ist man noch rausgegangen zum Spielen und jetzt verhockt man die Zeit in irgendwelchen Convention und kostümiert sich. Was ist aus dieser Generation geworden? Gut, wir machen weiter mit der nächsten Startnummer, denn ich muss meinen Bart gleich wieder ankleben, der fällt langsam ab. Traurig, aber wahr. Und zwar die Startnummer 7. Kräftiger Applaus für Kayon
für Nakano. Nee, machen wir die Vornamen. Für Asa, Yui, Ritsu und Mio. Kräftiger Applaus. Los, Yui. Mensch, wir sind nicht extra diesen weiten Weg gefahren, bloß damit du Asus auf die Pelle rücken kannst. Aber mir ist langweilig. Ich dachte, wir gehen Merch kaufen und so. Es ist doch klar, dass wir erstmal warten müssen, ehe wir dran sind. Außerdem wolltest du und Rizzi ja unbedingt, dass wir diesen Tanz tanzen. Es ist ja auch von G-On. G-On! Ah! Sei doch mal ruhig. Guck mal, die hören das noch. Ist ja gut. Kannst du mir bitte vielleicht Geld leihen? Wieso das denn? Naja, vorhin bei diesem Kuchenladen da habe ich mein ganzes Geld ausgegeben. Ha! Ich habe noch ganze 5 Euro übrig! So langsam verzweifle ich an euch beiden. Das war genau der Grund, warum ich da nicht rein wollte. Schaut mal, sind hier ganz viele Leute da, Mio. Wirklich? Was? Wie cool. Okay. Ich hab's mir anders überlegt. Es gibt keinen Zug mehr. Aber guck mal. Was ist nein. Denn? Was ist, es sind so viele Leute. Nein. Es geht los. Nein. Hey, das geht zu dir schon. Leute hier versammelt sind, nutze ich doch die Chance auch mal für mich, denn ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Ha! Ich besitze eine eigene Seite, allerdings nur bei Facebook. Nennt sich Luigi, der einzig Wahre. Denn ich bin ja Luigi im Daisy-Kostüm, erkennt man ja. Bin auch sonst immer als Luigi unterwegs, also wer mich noch nicht geliked hat, der holt jetzt sein Handy raus und liked mich. Ich sehe das. Nein, müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich freue mich natürlich über so ein bisschen Aufmerksamkeit auch und bin auch nicht nur hier tatsächlich, ich werde auch demnächst die LBM moderieren, wer zum Beispiel auch da ist. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen dort wieder. Und dieses Jahr mache ich alle auch wieder die DCM auf verschiedenen Vorentscheiden und im Finale. Also ich hoffe, den einen oder anderen sieht man mal wieder. Wer mich noch gar nicht gesehen hat, den hoffe ich, den verschrecke ich jetzt hiermit nicht mit meiner Moderation. Oder wer mich nicht mögt, nicht
mag, der muss halt damit leben, dass ich überall bin. Anscheinend. Wir machen weiter mit der nächsten Startnummer. Es ist die Startnummer 8. Und zwar ein Film, den ich selber gerade erst mal vor kurzem gesehen habe, obwohl er schon ziemlich lange draußen ist. Aus Avengers Civil War. Kräftiger Applaus für Ant-Man und Wasp. Ich bin Ant-Man. Was hast du gesagt? Du, Ant-Man? Ich bin Ant-Man, ja. Und du bist? Ich bin Wasp. Du kennst ja mich doch. Und wir sind seit dem letzten Ant-Man-Film ein Pärchen. Ja. Aber gut, ihr könnt euch schon auf den neuen Film 2018 freuen. Aber darüber soll es jetzt nicht gehen. Und zwar, gibt es unter euch auch Cosplay-Pärchen? Ja! Gut. So. Und ich habe da vielleicht mal ein paar kleine Tipps für euch. Wenn ihr auch vielleicht mal in eine Beziehung kommen solltet, solltet ihr vielleicht mal unbedingt einige Nächte miteinander schlafen. Nein, nicht das jetzt, nein! Und zwar, ich meine, schlafende Nacht miteinander verbringen. Man lernt sehr viel über dieses andere Wesen. Wesen? Du bist derjenige, der mir jede Nacht die Bettdecke klaut. Na, alle Frauen kennen das Wort. Die aber, Frauen, ja. Natürlich, die Frauen. Ja. Aber kommen wir mal zur Wunderwelt der Geräusche. Meine Frau schmatzt einfach immer in der Nacht. Ich sage schon immer, Schatz, wenn du deine Pizza hast, dann kannst du mir immer was abgeben. So. Pizza. Ja, Pizza. Ja, Pizza. Und du, mein Freund, du schnarchst. Aber wie? Naja, manchmal ist das auch so laut, dass ich von meinem eigenen Schnarchen wach werde. Das ist aber sehr selten. Normalerweise werdet nur sie wach. Aber sie hat auch mal eine Phase, wo sie nur einatmet. Etwa 20 Minuten. Und wisst ihr, was ich machen muss? Ich muss mich auf sie schmeißen, sie rütteln, sie schütteln und sagen, willst du aufatmen? Du sollst ausatmen! Es ist dann vielleicht nicht so, dass ich vielleicht platzen könnte. Nein, ich habe Angst zu ersticken, weil sie sämtlichen Sauerstoff im Raum absorbiert. Natürlich, und du? Wenn ich nachts schlafe. Oder schlafen kann. Ja? Du machst mich wach. Weil du irgendwo da draußen, 3 Meter unter der Erde, eine Ameise hörst. Ja, sie hat gekackt und ich habe mich erschreckt. Na klar. Ja. Und ich werde deswegen wach gemacht. Ja, aber naja. Ich kann ja dann immer sagen, wenn wir eine anstrengende Nacht zu uns hatten, ich habe ja immer die Bettdecke geklaut und ich sage dann halt immer, oh, Mensch, was habe ich geschwitzt die Nacht. Ja, ja, so ist er. Ja, so. Aber falls ihr euch noch weitere Tipps von uns anhören wollt, sprecht uns an. Wir geben euch gerne weitere Tipps. So, das war's. Wer hätte nicht gern so einen Anzug, wo man mal eben sagen kann, plopp, ich bin weg und klein und niemand sieht mich. Und ich bin ja froh, dass er sich nicht verkleinert hat und mich angesprungen hat, sonst würde ich hier jetzt kratzend so glückend dastehen. Sucht euch einen Platz. Achso, ihr wollt nochmal zur Jury und euch präsentieren. Okay, dann gucke ich mich mal so rum, weil, also ihr müsst auch aufbauen, wunderbar. Cosplayer. Die Sache geht jetzt an euch. Und zwar, warum seid ihr nicht hier oben? Warum sitzt ihr da unten im Publikum und macht nicht mal einen Cosplay-Wettbewerb? Es waren keine Plätze mehr frei. Oh, dann muss ich mich entschuldigen. Dann sehr löblich. Einmal einen kräftigen Applaus, dass er mitmachen wollte und nicht konnte. Okay, ich wusste nicht, dass... Ja gut, wir haben ein relativ knappes Zeitmaß wahrscheinlich und deswegen konnten wir nicht so viele Plätze oder so viele Leute annehmen. Dann
freue ich mich natürlich trotzdem, wenn einige von euch es immer mal wieder probieren oder selber mal an einem Cosplay-Wettbewerb teilnehmen wollen. Hoffentlich auch dann, wenn ich moderiere, weil ich freue mich immer über neue Gesichter. Ich sehe tatsächlich auf den meisten Cons auch das eine oder andere Mal die gleichen Gesichter. Man trifft immer wieder mal die Shadow Pandas zum Beispiel. Dankeschön. Nein. Also wie gesagt, wenn ihr selber cosplayt, traut euch. Es gibt immer wieder viele Leute, die ihr selber seht im Publikum, die das sehen wollen, die auch Cosplayer sehen wollen, die was drauf haben, die alle möglichen Arten von Cosplayer sehen wollen. Man sieht tatsächlich immer wieder den Standardkram. Das sind so die Standardsachen Dragon Ball, One Piece, Naruto oder auch Disney-Filme sehr gern gesehen. Wokka-Leute ist eigentlich immer mit dabei und natürlich auch immer irgendeiner von den Sportanimes. Free, Haikyuu, okay, haben wir, ja, Fangirls. Was? Kurono no Basket? Basket Prince of Tennis? Yuri on Ice? Warte, gab's doch nicht irgendwie noch so ein anderes mit dem Po-Fight oder so? Wie heißt das denn? Keijo. Keijo mit Ausrufezeichen. Das kennt wieder keiner. Kennt ihr das echt nicht? Das ist so, die Japaner haben ja ganz komische Sportarten und das ist Po-Sumo-Ring auf dem Wasser. Also eigentlich heißt der Anime Fanservice groß geschrieben, aber er ist sehr strange. Die haben da so alle ihre Spezialmoves und Tiger-Klaue des Drachen mit dem Hintern, was auch immer. Ja, sieht aus wie ein fetter Kampf, aber eigentlich schubsen sie sich nur mit dem Po durch die Gegend. Solltet ihr euch mal anschauen, ist ganz lustig. Habe ich selber noch nicht getan, wurde mir aber empfohlen. Wir machen weiter mit der nächsten Startnummer. Und zwar mit der Startnummer 9, und da haben wir es wieder. Die Klassiker. Kräftiger Applaus für One Piece. Für Ruffy, Nico Robin und Sanji. Besonderes für euch vorbereitet, was ihr ganz einfach zu Hause nachkochen könnt. Und falls jetzt noch Typen zuschauen, schaltet ab. So, heute machen wir ein deftiges Steak. Dazu machen wir ein Salat aus Kartoffelscheiben und ein Dressing rundet das Ganze ab, der aus Blumenkohl ist. Robinson!
Hast du nicht irgendwas vergessen? Ah, verdammt! Ist dir die Bedeutung des Wortes Geduld eigentlich ein Begriff? Die einzigen Worte, die mir wirklich ein Begriff sind, sind Essen, so viel du willst, und das Buffet ist eröffnet. Oh. Na toll, Raffi. Also jetzt brauche ich erstmal eine Zigarette. Hey, Sanji! Was ist denn noch? Der Typ hinten sagt, du bist immer noch auf Sendung. Du Gummiknallkopf, hast mir eine ganze Sendung versaut! Kochen mit Sanji, warum nicht? Hat bestimmt Erfolg im heutigen Fernsehen. So, kriege ich noch ein paar Helfer, die mir hier die Lebensmittel wieder von der Bühne holen. Ihr könnt natürlich auch gerne was kochen für mich, habe ich nichts dagegen. Aber ich habe ja noch Pizza hinten im Raum, also. Ja, jetzt hätte ich eigentlich dieses Oh erwartet, aber es kam nicht. Aber das Problem ist, wenn ich nur noch 3 Stück Pizza habe und hier gefühlt 300 Leute im Publikum sitzen, kriegt entweder jeder einen Krümel oder ich bin gerecht und esse alles alleine. Das ist wirklich eine sehr schwere Aufgabe, die ich hier für euch übernehme, aber guck mal, ihr braucht euch nicht drum streiten und ich mache kein Battle Royale, also ich könnte ja auch ein Battle Royale machen, der Letzte, der überlebt, kriegt ein Stück Pizza, aber das... Aber das darf ich leider nicht. Irgendwann bestelle ich 20.000 Pizzen und gebe euch allen ein Stück ab. Irgendwann in weiter Ferne. Und ich hoffe, dann zu dem Zeitpunkt sind nur 10 Leute im Raum. Das ist dann auch euch alle. Gut, wir kommen zum nächsten Auftritt. Und zwar zur nächsten Startnummer. Die 9 haben wir nicht, das ist die 10. Warum habe ich zweimal die 9 und die eine 9 ist durchgestrichen? Ja, tut mir leid, ich erwarte, dass wenn eine 9 ist, danach die folgende Nummer kommt. Ja, ist ja auch. Aber ich habe gesagt, die 9 ist durchgestrichen, deswegen ist... Habe ich gesehen. Okay, wir machen weiter mit der 10. Und zwar, das ist auch ein sehr schöner Trap. Für Leute, die aufstehen. Und zwar aus Assassination Classroom. Kräftiger Applaus für Nagisa Karma in der Bridal-Version. So natürlich. Und wieder frage ich mich, warum eigentlich ich das Kleid trage? Ich finde, es steht ja ausgezeichnet. Karma. Weißt du doch, wie du mich damals gefragt hast? Was sagst du denn da? Eigentlich war es ja so. Sich gar nicht mehr daran erinnern, wie sie sich verlobt haben. Es lief nämlich wie folgt ab. Oh.
Wie auch immer, ich bin froh, dass du mich gefragt hast. Ich auch. Bis dass der Tod euch scheidet, bups, die Welt geht unter. Okay. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ist dieses Bridal-Outfit, also für die, die es gesehen haben, ist dieses Bridal-Outfit tatsächlich ein originales Artwork? Oder ist das so fan-made? Weil als ich das erste Mal Assassination Classroom gesehen habe, dachte ich auch so, ist das ein Mädchen? Ich habe mich echt gefragt und später hat sich dann herausgestellt, das ist ein Junge. Warum machen die Japaner sowas? Es ist nicht das erste Mal, dass sie das machen. Es gibt so viele Mädels, jung, die aussehen wie Mädels. Jetzt ernsthaft, stehen Männer darauf? Okay, gibt es Männer, die darauf stehen? Also gut, ich kann heute nicht groß mitreden, ich trage selber ein Kleid. Und ich weiß, dass die meisten Männer im Publikum auf mich stehen. Ich hoffe, es ist geheim. Ja, damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. Wenn ich jetzt hier über das Konduda erzähle, dann ist die Nikon nächstes Jahr überfüllt. Ja, die Konduda ist so ein Cosplay-Wettbewerb ab 18 und mehr erzähle ich nicht. Da gibt es dann keine Minderjährigen mehr. Da geht es dann auch auf der Bühne ab, so mit Bein zeigen. Knöchel und so, ja. Ich zeige euch später mehr Bein. Das seht ihr auch schon. Warte. So. Damit wir hier auch weitermachen können mit der Startnummer 12, weil wir die 11 tatsächlich haben und diesmal ist es wirklich 10, 11, 12. Ich habe mich nicht verguckt. Auch wieder mit dem Thema, was ich schon angesprochen habe. Cosplayer oder Cosplays, die man immer mal wieder sieht auf Wettbewerben. Vocaloid. Kräftigen Applaus für, wer hätte es gedacht, Miko Hatsune und Fukawa. Fukuba. Kräftigen Applaus. Thank you.
take a dive. I'm scared of changing, the days stay the same. The world is spinning, but only in vain. If I break the glass, then I have to fly. There's no one to catch me if I take a dive. I'm scared of changing, the days stay the same. The world is spinning, but only in vain. Wenn sich Leute trauen, selbst zu singen. Und ja, das, ich muss mich auch gerade entschuldigen, weil ich bin gerade ein bisschen heiser. Ich bin so ganz leicht krank und deswegen hört sich meine Stimme gerade ein bisschen komisch an. Aber ich kann jetzt ganz hochheben. Das kriege ich sonst nicht hin. Also ich würde ja auch gerne mal selber singen. Das Problem bei so einen Liedern ist, dass ich meistens nicht diese hohe Stimme habe, sondern ich habe dann meistens ein bisschen tiefere Stimme. Ich kann auch noch tiefer, aber dann erschreckt ihr euch noch. It's a body, it's a floor, it's a body, it's a floor, it's a body, it's a floor. Mir wurde gerade ein sehr schöner Satz zu den Füßen gelegt. Soll ich euch was sagen? Ich bin Batman. Batman, der Luigi Cosplay, der Daisy Cosplay. Ey, das ist die perfekte Tarnung, keiner weiß, dass ich Batman bin. Keiner. Außer ihr jetzt, aber pst. Erzählt's keiner. Gut, aufgebaut ist. Nächste Startnummer ist damit bereit. Und ich würde sagen, es geht weiter mit der Startnummer 13. Lulu und Honokamaki aus Kiss Navy. Kiss Navy. Kiss Navy. Kräftigen Applaus! War das hier nicht vor ein paar Jahren? Hey, Maki! Lulu, was machst du denn hier? Ich wollte mit dir zusammen zum Mittag essen. Das ist lieb, aber ich habe keinen Hunger. Oh, okay. Was machst du da? Nichts. Sieht so aus, als würdest du am nächsten Kapitel arbeiten. Ja, scheint so. Mensch, Maki, bist du schon so vergesslich und überarbeitet, dass du vergisst, was du gerade tust? Erinner dich, es läuft so. Du schreibst das Skript, bearbeitest das Paneling vor, ich zeichne es und gebe es schließlich unserem Editor für den Druck. Wie konnte ich das nur vergessen? Scheint so, als hättest du Probleme mit dem Ende. Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, das wäre lieb. Ich hab's. Wir brauchen einen richtig fiesen Cliffhanger. Schließlich sollen unsere Leser doch unbedingt das nächste Kapitel lesen wollen. Ja, lassen wir sie leiden. Ja. Okay, wie wäre es, wenn unsere Protagonistin dramatisch einen Hang hinunterfällt? Und genau in diesem Moment kommt ihre große Liebe und hilft ihr. Dünn, dünn, dünn. Der perfekte Cliffhanger. Ja. Und dann, im nächsten Kapitel, kommt ein großes weißes Pferd. Ein weißes Pferd soll sie holen kommen? Nein, nein. Obwohl. Rüdü. Okay, entschuldige. Ich meine,
Ihr Schwarm soll herbeigeritten kommen mit im Wind wehenden Haaren und ganz viel Glitzer. Übertreib's mal nicht. Aber gut, genau in diesem Moment könnte doch... Sie könnten ihre Liebe gestehen. Ja, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ja. Oh, ich muss in den Unterricht. Ich schreibe dir später, ja? Nein, warte! Bist du wieder fort? Würde. Du warst die erste Person, die in meinem Leben so wichtig war. Deshalb möchte ich an diesen Erinnerungen festhalten. Schöne Erinnerungen wie diese, dass du noch da warst. Ja, auch wie man sieht. Und meine Stimme will gerade auch irgendwie nicht wieder zurückkommen, deswegen... Also man hört mich noch ganz gut, aber sie ist jetzt leicht verzerrt und vielleicht ein bisschen heiser, ich weiß es nicht. Versteht ihr mich alle noch ganz gut? Ausgezeichnet. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte irgendwas erzählen. Nee, ich habe gesagt, dass ich Batman bin. Wir haben noch genügend Zeit, also... Ich erzähle doch immer ganz gerne. Aber gut, die Jury will auch nach Hause. Irgendwann mal, nach Ewigkeiten. Was hat da jemand ausziehen gerufen? Wir machen weiter mit der nächsten Startnummer. Wir bleiben bei, und mir wurde gesagt, das heißt Kids Nightmare. Ist das richtig? Startnummer 13, Kids Nightmare. Kräftigen Applaus nochmal für... Die jetzt gerade dran waren, weil sie zweimal dran sind. Nein? Hä, was ist das denn? Ja, ich sehe es gerade, aber warum ist die... Ich sehe es. Jetzt bin ich gerade auch etwas verwirrt gewesen, weil ich habe einmal die 13 und nochmal die 13 untereinander in dieser Liste. Wer hat diese Liste erstellt? Willst du sehen? Hier, los komm, guck's dir an. Was ist das? 13, 13, beides mal das Gleiche. Und nur hinten steht was anderes. Wer hat diese Liste erstellt? Dankeschön, okay, ich habe nichts gesagt. Ja, die 13 ist zweimal vorhanden, also machen wir weiter mit der 15. Klingt logisch, oder? Wenn es zwei Goldmedaillen gibt, gibt es auch nur Bronze. Und zwar die Nummer 15. Ich weiß nicht wieso, ich habe mir die Liste eigentlich nicht vorher angeguckt, groß, aber meine Stereotypen werden erfüllt. Kräftigen Applaus für Haikyo, Totoro, Toto, Tetsuro und Wakatoshi. Eine Durchsage. Alle Captains finden sich bitte umgehend im Versammlungsraum 3 ein. Ich wiederhole, alle Captains bitte umgehend im Versammlungsraum 3 einfinden. Hey, mach das leiser. Oh, hallo. Ich hab dich gar nicht bemerkt. Es ist ungesund, so laut Musik zu hören. Neko-chan. Und jetzt habe ich deinetwegen einen Ohrwurm. Sorry, das ist mein Fitnessmix. Schon geht auch. Aha, wie nervig. Wo bleiben die anderen? Bro? Bro! Oh ja? Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ach, ihr seid ja zwei süße Turteltäubchen. Taube? Aber... Ich bin doch keine Taube, ich... Oh Gott! Nein, keine Taube.
Du bist eine mächtige Schleiereule. Was willst du denn? Uikawa-san, viel Erfolg heute. Das will ich von dir nicht hören. Alter, zieh dir mal diesen geilen Song rein, Kuro. Ist der Hammer, oder? Damit pumpe ich dreimal so lang. Nicht wahr, Uikawa-san? Nein, ist es nicht. Du bist unhöflich. Nur die Musikauswahl lässt zu wünschen übrig. Das hier ist gute Musik. Nicht etwas zu girly? Gar nicht. Und Ushibaka-chan, was hörst du so beim Joggen? Das ist nicht von Belang. Na komm schon, zeig's uns. Oh ja, oh ja, wir wollen hören. Das ist eh nur Linkin Park und sowas. Ja, nur nicht so schüchtern. Hey, gib das zurück. Es ist was. Das kenn ich gar nicht. Ich komme auf mein Handy. Erfolg nehme ich zurück. Wir sehen uns auf dem Feld. Sehr interessantes Wort. Und zwar, wer von denen, die momentan im Publikum sitzen, hat eigentlich diese bescheuerte Taube überall unter jedes Facebook-Kommentar oder weiß ich nicht was gepostet? Ja, ihr kennt sie alle, oder? Und mir wird gerade das Mikrofon entzogen, weil ich zu viel über diese Taube weiß. Hat nichts mit der Taube zu tun. Wir haben allerdings einen Asthma-Inhalator gefunden. Der liegt jetzt an der Info, also wenn irgendjemand den vermisst, bevor was Schlimmeres passiert, bitte nochmal nachschauen und an die Info gehen. Alles klar? Danke euch. Er liegt an der Info, genauso wie die Person irgendwo jetzt in der Ecke. Ich hoffe, es war nicht. Okay, schwarzer Humor, ihr steht alle drauf, das ist irgendwie traurig. Aber gut. Ja, ich mag auch schwarze Humor. Ich bin jetzt auch ein bisschen traurig, weil wir kommen schon zur letzten Startnummer. Oh. Ja, ich hätte auch gerne noch 20 weitere hier mit euch angesagt. Aber das Beste kommt zum Schluss, wer weiß. Die Startnummer 16. Wir kennen es schon. Einmal kräftigen Applaus für Rocinante und Doflamingo aus One Piece. Holen. Und dann bin ich einen Schritt näher, meinen Plan, Dressrosa einzunehmen. Eine echt gute Idee, das ist mir letztens eingefallen.
gefallen. Ah, Corazon, da bist du ja. Bald wird uns Dressrosa gehören, Corazon. Was sagst du dazu? Rosinante würde am liebsten wieder gehen. Du redest ja nicht viel. Wie dem auch sei, mein Plan ist, wir gehen dahin. Rosinante hörte schon gar nicht mehr zu. Doflamingos Stimme war einfach nur noch ein einheitlicher Wortbrei. Er dachte an sein Mittagessen. Heute gab es Kohl. Kohl. Den mag er lieber als Doflamingo. Vielleicht, wenn er jetzt ganz unauffällig geht. Und diese Krone, die ist mir besonders wichtig. Die habe ich selbst gemacht. So als König, da braucht man ja eine Krone. Aber ich werde definitiv ein anderes Hemd dazu anziehen müssen. Schwarz auf rosa? Nein. Oh. Ups. Rosinante, meine Krone bitte. Ich muss üben, für Bilder zu posieren. Rosinante realisierte, dass er einen Fehler gemacht hatte. Rosinante brauchte jetzt eine Ablenkung. Die Krone, die... Warum rauchst du? Du weißt doch, dass ich es nicht mag, wenn du rauchst. Und jetzt brennst du auch. Schon wieder. Oh, also wirklich, Rosi. Auf meinen Teppich, den habe ich selbst gemacht. Gib das jetzt aus. In diesem Moment, nahe des Todes, bemerkte Rosinante ein signifikantes Detail. Diese Unterhose. Dieses Muster auf dieser Unterhose. Das kannte er. Mein Ersatzhemd! Hast du was gesagt? Ich bin mir ganz sicher, du hast was gesagt. Habe ich mir wohl eingebildet. Aber schau mal, die habe ich selbst gemacht. Den Stoff dazu habe ich in deinem Hemd in deinem Schrank gefunden. War noch was? Ich habe jetzt ein Meeting. Ich muss unbedingt gehen. Rosinante nimmt sich von jetzt an vor, all seine Anziehsachen wegzuschließen. Und bring doch bitte meine Hose mit! Also für alle, die ganz laut ausziehen gerufen haben, hier, da habt ihr es. Willst du mal anfassen? Du darfst auch den Fuß küssen. Ja, natürlich habe ich eine Strumpfhose, sonst nicht mal. Wieso kommen jetzt eigentlich haufenweise Männer, die meine Beine anfassen wollen? Ich habe immer noch eine Strumpfhose. Ja, wenn dieser Cosplay-Wettbewerb ist schon wieder ein Kerl. Sag mal, kommen hier auch mal Frauen? Okay, bevor jetzt hier das komplette Publikum aufsteht. Wollte gerade sagen, so. Bevor jetzt hier das komplette Publikum aufsteht, das war unsere letzte Startnummer. Die Jury ist jetzt natürlich ganz fleißig am Auswerten, weil wir schieben die Auswertung und die Siegerehrung jetzt auch direkt gleich hinterher. In der Zeit überlege ich, wie ich euch jetzt noch am besten bespaße. Und ich werde mich nicht ausziehen. Ich weiß, ihr legt euch gerade echt ins Zeug, aber es tut mir wirklich leid. Ich heb mir das für ein andermal auf. Ist doch fast genauso wie ausziehen. So, und für alle, die jetzt auch gleich noch von mir aus ein Bild von mir haben wollen, ich hoffe, dass nach der Siegerehrung noch ein kleines Pünktchen Platz ist, bevor die nächste Showgruppe hier startet. Das müsste Kira Kira Hikaru sein, wenn ich mich recht... Fahrer, mein Fehler, Gott. Klingt ja fast gleich. Hab nichts gesagt. Fahrer Connection. Ich habe niemals irgendwas gesagt. Ich meine natürlich die Showgruppe.
werde ich natürlich gleich auch hier vor Ort draußen an der Tür nochmal stehen und dann können wir von mir aus Bilder machen und wer kann auch nochmal meine Beine anfassen. Wieso auch immer das passieren sollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt doch hier, wenn ihr erfahren wollt, wer auch gewonnen hat. Ist ja irgendwie alles so eine Frage, die man eigentlich doch stellt, aber irgendwie verlassen doch sehr viele schon den Raum.